Hallihallo und willkommen bei die Spieletester. Mein Name ist Lars und ich setze jetzt meine Karriere fort bei Project Cars 2. Und zwar habe ich jetzt gerade die World Kart Series hinter mich gebracht, habe dort am Schluss der Saison Platz 2 gehabt, darf jetzt endlich aus dem Kart raus. Freue mich wie Bolle und bin in die nächst höhere Liga aufgestiegen, fahre also jetzt hier in dem sogenannten Formula Rookie. Was mich da erwartet, keine Ahnung, wir schauen da jetzt mal rein. Das sind eins von vier Runden. Hier steht Practice. Ich habe keinen Schimmer, wie das losläuft. Mein Rennsteifer, den ich hier fahre, der heißt Domotec Racing. Und jetzt schauen wir mal kurz, was hier so geht. So, ich kriege jetzt gerade Besuch. Ja, den habt ihr noch nicht gesehen. Das ist hier, da musst du gucken, frag mal hier. Das ist Paul. Paul, ne? Paul, das ist Paul. Paul ist mein Hund, der ist gar nicht neugierig. Darf ich jetzt weiterfahren, Paul? Ja, gehst du mal runter? Good boy. So, ist brav. Ja, ganz fein. Okay, dann schauen wir doch mal, ob ich hier mit Pauls Unterstützung vielleicht sogar direkt beim ersten Rennen neues Auto, neue Strecke vorwärts kommen. So, Formula Rookie Championship, Practice is on, Qualifying is on, Race 5 Laps. Das ist also eine ganz andere Nummer als bei den Karts. Und wir fangen an in Long Beach im Street Circuit. Ich bin echt gespannt. Mal gucken, wie es läuft. So, jetzt geht's hier los. Long Beach Street Circuit in den USA. Und es ist der 27.05.2018. Das heißt, wir sind so ein bisschen in der Zukunft unterwegs. Ich bin mal sehr gespannt, sowohl auf den Track wie auch auf das Fahrverhalten meines neuen Boliden. Mal abwarten. Hier gibt es einen Vehicle Record auf der Strecke, 1 Minute 1. Wie ihr sehen könnt, tauche ich in der Startaufstellung eigentlich gar nicht auf. Das ist aber jetzt auch nicht so schlimm, denn das ist ja quasi das nur die Aufstellung der Fahrer für die ersten Testrunden. Das soll mich jetzt weiter nicht jucken. Hier geht es jetzt erstmal durch die Boxengasse raus. Ich werde mich gleich mal an ein paar von den Jungs da dranhängen. Mal gucken, was die so in der halben Stunde Testzeit, die ich hier habe, so für Dinger drehen. Im Moment ist meine Position 12 von 12, wie man rechts erkennen kann. Auf der Höhe des Rückspiegels. Vorne geht es gleich los. Mal gucken, ob ich an irgendeinem von denen dranbleiben kann, um zumindest eine halbwegs messbare Zeit zu fahren. Los geht's. Okay, erstmal die Reifen warm machen, sagt er. Der sicherlich nicht unrecht hat. Okay, wow. Also auf der Bremse muss er ein bisschen aufpassen. Da setzt das Lenken quasi aus. Schauen wir mal, ob wir hinten dranbleiben können, den nächsten Kollegen, der die Strecke wahrscheinlich kennt, denn das ist ein Computerspieler. So, ich kenne die Strecke nicht, aber ich lasse mich jetzt mal überraschen, ob ich da vielleicht es wieder schaffe, an den anderen dran zu bleiben. Ja, es wäre schon knapp, aber es geht. Ja, 130, also richtig schnell ist das Ding nicht, wow. Ja, gerutscht. Und naja, mal schauen, was noch geht. Das ist mein ganzes Stück hier geradeaus. Ja, mal gucken, wie schnell oder langsam die anderen sind. Also, noch sind die Räder nicht warm. Ah, das ist eine Spitzkehre, das habe ich doch. Das habe ich doch. Das muss der Mensch wissen, ne? Die hätte ich ja auch sehen können, ich Nasenbär. Aber das setze mich halt in den nächsten, aber egal. Ist ja nur zum Üben. Ist ja nur die Runden für das allgemeine Training, eine halbe Stunde lang. Wenn ich das aber jetzt sehe, so mit einer halben Stunde Trainingszeit, dann Qualifying, wahrscheinlich auch eine halbe Stunde, würde ich mal tippen, plus Rennen, dann wird es wohl doch eher pro Rennen eine Review, denn sonst sind die Dinger einfach, selbst wenn ich allen Müll rausschneide, viel zu lang. Gucken wir uns das einfach mal an, was es hier so gibt. Autsch, okay, das sollte ich nicht so oft tun, das wird meinem Fahrzeug nicht gut tun.
Aber man muss ja auch die Strecke und auch das Auto erstmal kennenlernen. Und ihr seht schon, ich kenne die Strecke überhaupt nicht und das Auto auch nicht. Weil überhaupt keine Erfahrungswerte hier. Eigentlich schon, da ist Bremsen. Also normalerweise, der Wagen bremst schon relativ kräftig, also relativ schnell, verzögert sehr schnell, aber irgendwie kommt bei mir hier kein Gefühl für Geschwindigkeit auf. Ich weiß nicht warum. Solange man auf der Bremse steht, braucht man hier eigentlich gar nicht versuchen zu lenken. Und dann dreht sich die Karre sofort, beziehungsweise macht gar nichts mehr. Merke ich jetzt auch wieder, seht ihr das? Und weil ich dann loslasse, ist er wieder relativ gut kontrollierbar. Da muss ich mich vielleicht noch gewöhnen. Ich finde auch in diesem Straßenkurs ist einfach die Strecke sehr schwer zu erkennen. Da gibt es jetzt oben rechts die Karte. Diese Bremsen. Dann kann man relativ schnell da rein. Ich habe ein bisschen an die Fahrzeugdimensionen gewöhnt. Ah, das ist wieder. Diese Spitzkehre, die hatte, ist nicht meine. Das muss ich ja, gebe ich zu. Da habe ich es nicht mit. Da muss ich mich erstmal rantasten wieder. Okay. Das ist jetzt Startziel. Da kann man, glaube ich, voll drauf bleiben. Mal so tippen. Das macht er, wird ein bisschen unruhig, er hält aber drauf, bleibt aber dennoch kontrollierbar oben drauf. Okay. Das kommt hier am Schluss. Eine links. Alles war direkt am Start. Das ist die hier. Also da, wie gesagt, wirklich, wenn man lenkt und gleichzeitig bremst, kann man sich eigentlich sparen. Da ist dann alles okay, die Schikane. Da ist tatsächlich nicht viel, was dann passiert. Wenn man jedoch nur lenkt, liegt er eigentlich gut. Seht ihr? Ist also nicht langsam unterwegs, wobei es langsam ist relativ mit 100 km/h, ne? Im Vergleich zum GT-Auto oder so ist das halt Peanuts. Ja, aber, naja, sieht aber jetzt nicht so langsam aus. Bin ich ja mal sehr gespannt aufs Rennen. Okay, jetzt kriegst du ja immer wieder diese böse Spitzkehre, wenn ich das jetzt hier im Kopf habe. Eine rechts und dann die Spitze. Ne? Hier eine rechts, eine links und dann die Spitze. Ja, okay. Jetzt geht es hier links ums Eck. Dann nochmal ums Eck und jetzt kommt die Spitzkehre. Aber gucken. Die Spitzkehre hätten wir gekriegt, aber wenn ich davor schon die Wand fahren. Na, wollen wir den Zuschauern mal was bieten. Außerdem müssen die Mechaniker ja auch was zu tun haben. Da wäre die Ausfahrt für die Box gewesen, glaube ich. Nutze meine Zeit aber, einfach mal hier ein bisschen Strecke kennenzulernen, bevor es Qualifying losgeht. Denn sonst habe ich im Qualifying keine Chance. Wie jetzt. Ups. Ah, shit. Böse eingeschlagen. Kurz um den Kreisberg herumfahren. So langsam kommen wir der Sache näher. Aber eben nur langsam. Schon nicht so träge die Kiste. Für Rookie. Okay, oh, ist der das schafft? Wow, hätte ich jetzt gleich fahren die Wand, aber gut. Scheint zu funktionieren. Gucken wir mit 80, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, das sind 90, okay. Schauen wir nochmal, wie weit wir kommen. Bevor wir das nächste Mal abfliegen. Na, rechts vorne. Das, wenn wir vom Abfliegen reden, da ist er. Der Einschlag, okay. Schade. Wieder die beiden links, um dann hier möglichst nicht in die Wand zu fahren und hier rechts rum. Okay, das war nicht so schlecht, aber also nicht perfekt. Jetzt geht es wieder auf die Start und Ziel.
wir schon ein paar Runden fahren während der Session hier. So, nach der Stadt Ziel war die links, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Dann kam dieser Gleisverkehr. Muss ja die Strecke erstmal kennenlernen. Jetzt. Ausrollen, was los? Oh, Sprit! Oh, Sprit! Ja, was machen wir denn jetzt? Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, sorry. Ein Fehler. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Drück mal auf Options. Return to Pitbox, denke ich. So ein Dreck. Die anderen haben so, das kann man aber sehen, ich bin gar nicht so weit weg. Also mit 28 sind 3 Sekunden, das sind Welten, das ist schon klar. Wenn ich aber nicht permanent in die Wand fahren würde, dann könnte ich da hinten dran bleiben. Ich probiere es gleich nochmal. Okay, so, ich versuche nochmal. Vielleicht lässt man mich nochmal. Ich habe ja noch 21 Minuten Zeit. Sehr schön. Weil mir den Sprit leer gefallen. Also da muss man nochmal dran denken. Das habe ich ja so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das war bis jetzt nie ein Thema. Okay. Auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Verkehr jetzt. Aber so ganz langsam lerne ich hier die Strecke kennen und das genießen wir jetzt einfach mal. Mal schauen, ob wir da ein bisschen jetzt was rausholen können. So, Vollgas voran und auf geht's. Attention Manual Control. Ach, echt? Heißt das aber, ich muss jetzt plötzlich selber fahren? So, einfach. Also, jetzt sind die Reifen noch nicht fahren. So, okay. Um den Kreisverkehr rumrutschen. So, also ein bisschen früher rein, damit man hier nicht in die Wand knallt. Okay. Langsam sind die anderen aber auch nicht, sehe ich gerade. Das könnte im Rennen noch sehr spannend werden, auch in der Qualifying. Um da noch dran zu bleiben, werde ich mich für ein bisschen anstrengen müssen. Das hätte ich nicht gerade irgendwie gedacht. Es geht. Es geht auch mit schnell mit mehr, okay? Hier bin ich gern zu schnell, aber das geht auch schneller, okay? Mit 100. Also man muss dafür ein Gefühl aufbauen. Immer so ein bisschen nach und nach. Das war definitiv zu früh, so spät. Ich wollte mal kurz hier vorne anhalten, wie zu kommen ist umsonst. Schade, aber auch. Okay. Oh, da bin ich einen reingefallen, habe ich gar nicht gesehen. Mea culpa. Hier ein bisschen beim Bremsen ein bisschen aufpassen. Das ist ja genau das, was ich meine. Ich muss sonst ratzfatz in die Wand. Und natürlich vermeiden. Ja, dass die Lap invalid ist, ist mir schon klar. Fahr doch mal rückwärts, Nase. Lass uns nie weiter hier. Steht einer hinter mir? Nee, das ist frei. So, hier rum. Danke. Hat sich bedankt, ne? Hab ich gesehen. So, jetzt gucken wir, ob der eine wieder rankommt, der da vorne fährt. Und dann müssen wir mal mit dem Sprit noch ein bisschen aufpassen. Jetzt sind wir bei 32,2. Die Startziel geht auf jeden Fall alles voll hier, die Kurve. Völlig stressfrei. Rechtzeitig einen Absprung finden, das nächste Bremsen nach links. Dann ist die Schilder mal als. War zu spät, okay. Schilder links sind zu spät für ihn. Da knallt der nächste nicht rein. Du hast du keine Augen im Kopf. Oder habe ich keine Augen im Kopf? Wollte ich den anderen einholen, das wird wohl jetzt nichts mehr werden. Ich weiß so gar nicht. Wow. Ja, so richtig Vorsprung habe ich hier keinen. Das, was ich am Schluss beim Kart hatte, dass ich sage, ich fahre mal eben locker mit, das ist hier noch nicht der Fall. Das war zu schnell. Wenn man zu viel will, geht es halt nicht. Weiter. Habt ihr das gesehen? Es war jetzt gerade ganz schön, das zu sehen. Wenn der
Wenn man bremst, dann rutscht der vorne einfach stumpf in die Räder. Ah, da ist wieder einer, wie ich mich dranhängen kann. Das ist schon mal gut. Einfach mal so ein bisschen für Streckenkunde und Co. 130 ist hier definitiv zu schnell. Ups, sollte vielleicht nicht so wieder aufs Tacho gucken. Entschuldige mich jetzt noch kurz bei euch für die vielen Rentler, die ich hier gerade fahre. Das war nicht so ganz der Plan. Ah, na gut, das muss ja auch sein. So, meine Laptime ist immer noch invalid. Irgendwie hier 5 Sekunden in den anderen. Das können wir sicherlich noch ändern. Da müsst ihr jetzt gleich vorne die rechts kommen, meine ich doch. Das ist 300, 200er, 100er Schild. Okay, nicht so schnell über die Abweiser, sonst kriegt man hier ein wunderschönes Rutschen, aber keiner. Da haben wir es wieder. Außen die Kante, okay, jetzt geht es auf die, theoretisch auf die Startziel. Next lap will be invalid. Okay, ja, mein Fehler, Entschuldigung. War nicht böse gemeint. Ist aber nicht schlimm, ich habe noch eine Viertelstunde rund für meine Trainingseinheiten. Ich hoffe mal, das ist jetzt noch kein gewertetes Training. Ich dachte, das wäre frei. Mal abwarten, nicht, dass ich dann auf der 12 starten muss. Das wäre nicht so gut für mein Rennergebnis, glaube ich. So, kann bestimmt abkürzen. Shitty pitty. Ich denke gerade, wo sind denn da die Schilder? Und in dem Moment fahre ich dann einfach vorbei. Okay. Kommt einer, da hängen wir uns dran. Wie langsam oder schnell der ist. 80 würde hier gehen, wenn man nicht innen auf die Curbs fährt. 100 ist hier gerade eben noch okay, das ist fast zu viel. So, das kriege ich doch noch, oder? Oder ich fahre die Karre schon wieder ins Sand. Mal sehen. 100 Bremsen ist, glaube ich, zu spät. Das würde gehen. Das würde sogar funktionieren. Ein bisschen mehr auf die Schilder gucken. Die sind 400, 300, 200, 100. 100 ist wahrscheinlich schon fast zu spät. Ja. Ich hätte mir so 150. So, haben wir auch Schilder. 3, 4, 3, 2, 1, da. Das ist zu wenig, aber das reicht nicht. Diese Kurve ist nicht meine. Das kann im Qualifying und auch im Rennen noch richtig spannend werden. Hinten kommt wieder einer. Ja, ich meine. Zeiten sind ja eh alle ungültig, aber ich habe 23 Sekunden für die Runde zurück. Das ist jetzt nicht unbedingt die Zeit, die wir brauchen. Er sagte mir auch noch fastest lap, das ist jetzt nicht so toll. So, die... Da oben. Ah, wieder seitlich rein. Shit. Da ist man so schnell, da muss man definitiv früher auf die Bremse drauf. Das geht. Wird auch noch schneller gehen. Ich schätze mal, man kann die mit 100 fahren. Ich denke, muss man die nur sehr sauber anfahren. Dann wird das wahrscheinlich sogar gehen. Und auch hier, da war eigentlich Luft, wenn ich nicht so geschaukelt hätte. Hier sind zwar alle, wirken alle sehr langsam hier. Habt ihr gesehen, wie stark der einbremst, wenn man hier drauf tritt? Vielleicht das Bremspedal noch ein bisschen mehr. Ich fahre nochmal eine Runde, dann fahre ich mit dem Tanken. Ein bisschen mehr schützen. So, Best Lap, ja, ist aber noch viel zu langsam.
96 schon mal kein Ding. 116 zu viel. Mal schauen. Das war zu viel. Ah, schade. Der Plan ist wieder mal nicht gültig. Ja, querfahren ist so ein Auto keine gute Idee, weil da ist so wenig drumherum. Hier wird ein direkt im Rückspiegel, sehe ich gerade. Der sicherlich gern vorbei möchte. Was er jetzt wahrscheinlich auch kann. Leuchter. Ich denke, hier ist echt Potenzial zum dran vorbeifahren. Ne? Seht ihr das? Kann man dann hinten reinrutschen und dann fallen die Wand und dann ist man dran vorbei. Ich versuche nochmal, jetzt mal etwas mehr Contenance. Haben wir noch eine Runde, da bleiben wir ja liegen. Ich hoffe mal, das reicht nicht gut. Ich habe die Höchstgeschwindigkeit, 180 fahren die Mist. Das war gut. Wahrscheinlich weiter nach außen, um hier weiter rauszukommen. Okay. Das war zu langsam, zu viel gebremst. Auch zu langsam. Ah, 90 ist schön, 100 wird da nicht gehen. Muss ich noch präziser fahren. Aber 90 geht. Hier, ja, ist das 85, 90 würde funktionieren. Muss ich aber rantasten, das macht nicht. Schön finde ich, dass ich jetzt auch so ein bisschen die Strecke kenne und sehen kann. Dieses Practicing ist gar nicht mal so übel. Da hat man tatsächlich so ein bisschen was von der Piste. Sie sind die anderen sehr langsam, es liegt aber daran, weil die hier rum wollen, und zwar ohne sich gegen die Wand zu drücken. Aktuell mal schauen, wie meine Zeit aussieht. Sicherlich die schnellste meiner Zeit bisher, weil kein Unfall. Ja. Ist denn mein Sprit vorbei? Kann jemand meinen Sprit sehen, bitte? Ich kann ihn nicht sehen. Ja. Die Suche zu langsam. So, da war ich mit fast bei 100 und das geht schon. Muss die nur auch richtig anfahren, die Kurve. Da muss ich mal außen anfahren müssen. Oh, die Geschwindigkeit geht noch, aber da ist auch nicht gut angefahren. Einfach diesen Schwung da noch mehr mitnehmen. Ja, eng, aber geht. Ja, ich denke, es wird im Rennen sicherlich schwierig, aber ich glaube nicht, dass ich als Letzter fahren muss. Das würde mich vielleicht. Ich muss mal gucken, wie es Practicing, also wie es Zeittraining läuft, was ich da hinkriege. Darf ich halt nicht um die Wand fahren. Das wäre immer ganz schlecht. Ja, hier so sowas wie jetzt zum Beispiel wieder aufkommen. Dann hier möglichst. Ja, da seht ihr, das ist meistens, was ich meine. Du bremst und dann fährt der stumpf geradeaus. Finde ich ein bisschen übertrieben, aber gut, das sind vielleicht diese Autos. Ich werde mal drüber nachdenken. Ah, ich wollte in die Box. Okay. Dann fahre ich aber einmal. Ich habe noch 7,5 Minuten, eine Runde geht noch. Vielleicht kriegen wir hier eine vernünftige Zeit. Mit der Wand.
Übersteuert, untersteuert, Entschuldigung. Halt übersteuern. Okay, so, jetzt komm. Langsam, aber sicher. Kommen wir doch herein. Muss doch machbar sein, dass wir ja die Punkte fahren. Eng, aber gut, geht. Hier wieder, war zu spät. Zu spät sogar. Komponenten, der ist schneller als ich. Ich sehe ihn aktuell nicht. Aber gerade eben habe ich ihn auf dem Schirm gehabt. Der hier muss einfach von der Bremse runter. Wird das nichts. Immer noch bei 12. Ich bin jetzt in der Mitte. Plus 2,2. Mhm. Muss ich echt weiter nach links fahren, dass ich hier nicht so einen riesen Bogen fahren muss. Fehlt mir aber so ein bisschen das Gefühl für die Fahrzeuggröße. Wow, rutscht ein bisschen, aber egal. Ja, der andere ist noch nicht an mir vorbei, also von daher ist es alles gar nicht so schlecht, was ich hier mache. Gar nicht so unzufrieden. Das könnte eng werden, ja. Also 100 ist da so die magische Zahl, würde ich mal sagen. Besser nicht vorher. Ist das schon remaining? Das war jetzt schade. Das hätte eine schnelle Runde werden können, aber gut. Stellari, noch sind wir schneller als vorher. Hätten wir wieder eine Sekunde gut gemacht, wenn wir uns hier jetzt nicht wieder ablegen würden. Ach nee, wenn man sich das Leben nicht mehr selbst schwer machen will, ne? Na, komm rum. Nicht da rein. Komm mal kurz in die Box. Jetzt bin wieder automatisch gefahren. Ja, das war jetzt so die Runde Training. Guck mal kurz wegen dem Sprit. Da sagt mir 26,0. Frage ist für mich, ist das Restreichweite Meilen? Ne? So, Stop Time Repair. Finished, habe ich dann auch wieder Sprit. Fährt wieder raus. Überlappt sehr sehr. Da kann man schön sehen, wie viel schneller ich zwischendurch wurde. Jetzt geht es gleich wieder los. Ja, so nochmal eine schnelle Runde hinzulegen, finde ich ganz so peinlich da stehen, wo die anderen sind. Müssen wir ja im Moment auftauchen. Dann sehe ich mal gar nichts. Glaube ich, meine Einstellung nicht verpasst. Ja. Falsch. Ja, man sollte zwischendurch auch mal auf die Straße achten und nicht nur darauf, was man eingestellt hat. Informationen, die man sieht, das ist jetzt. Gerade eben gefahren, ne? Kann das sein? Jetzt macht was war's nochmal. Ich fahre mal eine schnelle Runde. Pustekuchen. Komm, fahr zurück, wir müssen noch einmal über die Ziellinie. Das ist, glaube ich, die bessere Art zu fahren. Jetzt sehe ich ihn. Sehe ich auch noch. Einen Rutschspiegel sehe ich nicht wirklich, aber das ist halt so. Ich
musst halt vor der Null noch mal kurz über die Linie huschen. Okay. So, ja, 100 ist die magische Zahl da oben. Jetzt hier. Um und raus. Wenn wir jetzt noch die Zeit mal besser fahren. Ab, du Affe! Dich habe ich jetzt gebraucht. Bis in der letzten Runde. Arschloch. Entschuldigung. Ach, Kocke, ey, das war so schön. Dann fährt mir dieser Blödmann vor die Karre. Und fährt mir wieder hinten rein. Super. Großartig gemacht. Das ist die letzte Möglichkeit, noch über Ziel zu kommen. Jetzt hätte ich noch eine Runde fahren können. Jetzt wird nichts mehr. Shit! Kann man in den Pit fahren. Practice, Final Lap. Ja, die ist zu Ende, die Final Lap. Das können wir knicken. Das wird nichts mehr. Schade aber. Saublöde, ehrlich. Die letzten paar Metern. Okay, ja. Dankeschön, ich bin ganz unten, das ist mir auch klar. So, aber wir gehen trotzdem zum Qualifying. Ich möchte einfach, dass wir jetzt nicht noch länger darum machen. So. Qualifying determines your placement on the starting grid for the race. The faster the time you set in qualifying, the higher you'll be up on the grid. This is often the session where your car will be tuned for maximum attack. The setup and strategy tab allows you to change the settings on your car, as well as to configure a pit stop strategy for the upcoming race. You can also view a summary of your current series rules and regulations. Take the car out for a few laps, then return to the pits and try tweaking your car setup to improve your lap times. Okay, so also jetzt könnten wir nochmal am Auto rumschrauben. Das werden wir mal nicht tun, sondern werden uns einfach mal hier anschauen. Ich will doch noch gar nicht fahren. Nein, wartet doch mal. Na gut, wir fahren schnell eine Runde. Ich wollte da eigentlich noch kurz mal eben die Pause machen. Sag mal, auch das Wetter ist ein bisschen anders, ne? Seht ihr das? Dunkel. Da steht irgendwas rum. Ja, Kamera, Bergungsauto. Also ich fahre jetzt eine Runde, dann fahre ich eben in die Pits. Und guck mal kurz, dass ich irgendwie mal 2 Minuten Pause kriege. Es war eigentlich nicht geplant, dass ich jetzt hier wirklich fahre. Schade aber auch. Ich denke mal, die Reifen sind immer noch nicht warm. Tire pressure is low. Okay. Erstmal langsam, langsam. Gewöhne ich erstmal an die Räder, an die Reifen. Die sind nämlich noch nicht warm. Da recht. Hier muss ich immer weiter links anfahren und dann rechts über die Büsche zu fahren. Oh, die Räder sind wirklich noch nicht warm. Oh. Okay. Das merkt man jetzt aber massiv, dass die Räder noch nicht warm sind. Fahren wir erst noch mal ein bisschen vorsichtiger. Seht ihr es? Pusht das also direkt. Wie gesagt, die ganze Zeit ein Bar, aber ich krieg. Jetzt habe ich irgendwo eine Anzeige für die Temperatur meiner Räder. Das glaube ich nur, wenn ich das ändere. Ne? Jetzt kommt die Räder. Da kann ich sehen, die Räder sind 1,6 Bar, 81 Grad, okay. Und 60 Grad, das sind die Bremsen. Ja.
Grad. Aber ich sehe keine Anzeige für meine Reifentemperatur. Also das hilft sich. So, ja. Das war jetzt mal eben zum Warmfahren. Sollen die Räder auf Temperatur sein. Aber dass wir hier optimal rausbeschleunigen können. Um jetzt mal zu schauen, was wir für eine Zeit setzen. Gucken, ob überhaupt einer draußen ist. Weiß ich nicht, aber eine vernünftige Zeit müssen wir fahren. Das ist mir für dich. Ich möchte nicht auf der 12 bleiben. Das finde ich irgendwie gut. Größeren Auto gewöhnt, dass ich mit den Rädern hier genau auf den Punkt fahre. Das fällt mir gar nicht so leicht. Und hier zum Beispiel auch wieder, so lange gebremst. Da hätte ich viel schneller sein, hätte ich sicherlich eine Sekunde liegen lassen. Könnte ich auch schneller fahren, wenn ich etwas weiter außen anfahren würde. Wenn ich ein bisschen mehr Platz gebe. Gleiche geht auch hier. Einfach mehr die Spur mehr nutzen. Okay, versuchen wir das nochmal. Das war schnell, aber zu schnell für hier. Nicht bremsen. Ja, die Räder sind schon auf Temperatur, aber das wird besser. Komm, eine machen wir noch ein paar Mal. Eng anfahren. Ja, enger anfahren, das wird sonst ein bisschen zu eng. Geht es? Okay. Ich bin auf Platz 12, ich will nicht auf Platz 12 sein. Scheiße. Ja, ich weiß, dass es schnell war. Laptime ist nicht gewertet. Jetzt sind die Räder noch mal ein bisschen gerade hier. Muss aber jetzt auch nicht in jeder Kurve in die Wand fahren, oder? Ist irgendwie gar nicht nötig. Zumal da doch gleich bestimmt noch andere kommen. Können wir jetzt mal hier rückwärts rausfahren? Kommen da noch andere Autos, wie jetzt? Achtung, gelb gesetzt, genau. Und wenn du da kein Gas hast. Jetzt eben so Holz fahren, endlich mal, du Rattenkopf. Also das heißt jetzt nicht ganz, wir haben jetzt 20 Minuten, was haben wir? 20 Minuten Training, eine halbe Stunde freies Training, schon mal 50 Minuten plus das Rennen. Also das wird schon relativ lang, da kann ich nicht alles in ein Video packen, das geht nicht. Das machen wir auf jeden Fall hier nicht. Das wird ein bisschen schnell, aber noch kontrollierbar, ja. Gerade so.
Das wird nichts. Schade. Also würde ich mir meine Zeit nicht, die ich brauche. Hier nur. Körper. Da verliert zu viel Zeit. Ist cool, ne? Aber es ist nicht clever. So, gerade. Rutscht ist immer schlecht. Das ist ganz schlecht. Ah, komm schon. Ja, so. Na, ich bin immer noch nicht schnell genug hier. Ne? 5-6 Sekunden hinter ihm her. War schon viel. Seht ihr das? 3,5 Sekunden. Wow. Das ist echt viel. Das wieder rauszuholen wird für recht schwierig hier. So, ganz sicher nicht. Jetzt leuchtet mein Tank auf. Dann wird es das gewesen sein mit den Runden fahren. Wo kann ich denn das sehen? Ah doch, hier. Ach, da zeigt die Null an. Schade. So schön gefahren, gell? Schauen wir uns hier mal ab. Runter von der Strecke gerollt. Ja, sammelt ihr mich ein? Options, return to pitbox. So. Drive, nur eine, jetzt sind wir auf 33. Eigentlich wollte ich ja aufgehört haben, nicht? Aber irgendwie reizt mich das ja jetzt doch. Ach nee. Also bei einer Stunde, wenn wir das Rennen anfangen. Oh, ist echt schon lange. Ich muss doch irgendwie da vorne, weiter nach vorne kommen. Das kann gar nicht. Das ist die erste, die Innenlap, um das Auto so ein bisschen warm zu fahren. Hier kommt mal keiner. Warm fahren und nicht kaputt fahren, wenn es geht. Hier muss ich tatsächlich darauf achten, dass ich hier wirklich mehr rechts bleibe. Da habe ich bis jetzt immer den Fehler gemacht, bin ich einfach zu weit nach links gegangen. Und hier ist Platz. Kalte Räder. Auch hier ist richtig viel Platz. Viel mehr, als ich gerade nutze. Das Gemeine beim so Driften auf gerader Strecke, das Auto rutscht irgendwann von alleine. Da muss man schon sehr aufpassen, dass man es nicht irgendwo in die Wand setzt, wie ich gerade. Ah, okay, ging noch. Aber der Wagen ist noch sehr, sehr rutschig. In der nächsten Runde wird das anders. Na, komm. Jetzt aber mit Vollgas hier raus. Und schnellstmöglich auf Geschwindigkeit, denn jetzt kommen die gezählten Runden. Ich habe noch 3,36, das heißt, es reicht, wenn alles gut läuft, für zwei Runden. Ich würde gerne eine davon schneller fahren als der Letztplatzierte aktuell, also vor mir. Es war nicht langsam, aber auch nicht so gut, wie ich es haben will. Das hier ist mir immer noch zu langsam. Okay. Ja, nicht zu schnell, dann kommt er nämlich quer, verliert wieder Zeit. Gleiches hier, früher reinlenken, damit man hier, einer noch mehr gegangen. Jetzt kommen wir hier auf die Abbiegerspur nach links. Das könnte zu schnell gewesen sein. Knapp. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen es weiter.
das hat funktioniert. Auch nicht mit dem Speed, den ich gerne hätte, aber egal. So, wessen Zeit wird denn da oben gemessen? Gegen meine eigene. Hat sich jetzt eh gerade erledigt, glaube ich. Plus 3,42. Schauen wir, was ich jetzt habe. Plus 3,42. So eine Scheiße. Schneller als gerade eben. 6 Zehntel. Das wird nicht reichen. Und hier mit Erfolg durchzukommen. Aber gut, wir probieren es weiter aus. 7 Zehntel, 8, 9 Zehntel. Eine Sekunde, okay. Langsam wird es noch, sieht seinen Plan aus. Aber bei dem, was da an Abstand steht, wird das wahrscheinlich auch nicht reichen. Ich glaube, ich muss ein bisschen üben. Vor allem hier. Ah, komm. Ich habe leider richtig was liegen lassen. Hier auch gerade wieder. Und hier sowieso. Hier fahre ich immer zu weit raus. Ist zum Kotzen, ehrlich. Aber ich kann vielleicht noch eine Runde fahren, wenn ich ganz viel Glück habe. Kann ich mich dann noch ein bisschen besser platzieren. Ja, beste Zeit. 3, 4, 5, 7. Jetzt schützt mir überhaupt nichts gerade. Ich werde hier einfach nicht schneller. Ja, und so schon mal nicht. Brauchen wir nicht weiter probieren, hat sich erledigt. So, wo bin ich denn? 1, 2, 3 bin ich ganz unten gelandet. So, ich denke, wir fahren einfach mal das Rennen und gucken mal, wie wir uns da schlagen. Auch wenn das Qualifying nicht so vielversprechend war. Im Zweifelsfall muss ich halt gucken, dass ich das in den nächsten Rennen wieder raushole oder einfach vielleicht hier was wiederholen kann. Aber ich möchte jetzt einfach mal gucken, wo ich da stehe und wie das läuft. Also Daumen drücken. Ich starte weit unten. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist das Thema Pitch-Strategie. Also, denn ich soll 5 Runden fahren. Wenn ich mir das anschaue, wie wir gerade eben unterwegs waren, glaube ich, dass das funktioniert. Ich gucke mal kurz da rein. Ich glaube zwar nicht, dass das was nützt. So, Pitch-Strategy, Estimated Seconds 780, Damage 0. So. Los, wir sagen mal Start, ich muss einfach mal, komm mal fahren. Ob ich hier direkt ein paar Plätze gut machen kann, also jetzt haben wir schon mal 2 überholt, 3 überholt, 4, wir sind also doch etwas schneller als die anderen sehe ich gerade, 5. Das ist übertreiben, sonst fährt ich nicht an die Wand. Also wie jetzt. Oh. Den ersten schon weggeschoben. Ich hoffe mal, wir werden nicht disqualifiziert. Man muss hier echt aufpassen. Die sind, fahren halt alle hier. Das gefährliche meine hier ist, dass er inzwischen den Rädern so viel Platz hat. Da muss man sich daran gewöhnen. Okay, ich versuche mal einfach mal dran zu sein. Die Räder sind jetzt noch kalt. Stelle ich gerade fest. Und zwar massiv kalt, okay. Sorry, Pal, das war keine Absicht. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich mich jetzt recht finde. Aktuell
Fahre ich von einer Wand zur anderen. Okay, ich bin vielleicht noch nicht so ganz bereit fürs Rennen, stelle ich gerade fest. Aber das nützt jetzt, ich muss jetzt da durch. Also die Spitzengruppe haut mir ab, das ist aber auch nicht so schlimm. Ich liege aktuell auf dem 4. Platz, mit dem ich super glücklich wäre. Aber wir haben hier 5 Runden zu fahren, was jetzt auch nicht gerade so richtig wenig ist. Noch sind die Räder wirklich kalt, wow. Also in Anführungszeichen. Das war zu eng. Hier ist hier dieses rechtzeitig den Fuß von der Bremse nehmen, ganz wichtig. Damit man nicht in die Wand rutscht. Ich bin mal gespannt, ob ich da nochmal drankomme. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das schaffe. Aber drückt mir noch mal ein bisschen die Daumen. So, eng ran. So 4,9, sagt der da oben links an. Ich hoffe, das heißt Rundenzahl. Dann wird es gehen. War es doch schon fast zu langsam. Definitiv Oma-mäßig, was ich hier gerade mache. Das muss schneller gehen. Das war ein schneller, okay. Das war nicht gut. Auto fährt an mir vorbei, wette ich drauf, oder? Nein, doch nicht. Doch, wusste ich doch. Das ist aber nicht mehr Kumpel. Oh, oh, oh. Ich tue in die Wand, nicht in die Wand. Nee, nur du in die Wand. Okay, oh, da ist der nächste. Ja, ich muss mich, glaube ich, ein bisschen zusammenreißen, sonst kriege ich hier noch eine Mörderstrafe. Wenn mir das bei einem Rennen passiert mit echten Leuten, dann werde ich, glaube ich, öffentlich gevierteilt. Das möchte ich übrigens vermeiden. Im Moment habe ich die komplette Kolonne da hinten am A-Punkt kleben. Das kann auch nicht der Sinn des Spiels sein, dass die so nah an mir dran sind. Hier hatte ich immer das Gefühl, dass die anderen sehr langsam sind. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil die hier einfach die Kurve besser kriegen wollen als ich. Oh, ich habe nicht wieder irgendwas eingeschaltet mit meinem anderen Finger da oben. Ja, gucken, ob ich die auf Abstand halten kann. Ich habe da noch keine große Hoffnung. So. Wow. Ja. Lass mich mal einfach mal fahren. Außer bin ich durch. Na, der Abstand wird nicht wirklich größer da hinten. Aber nicht zu schnell. Das war schon wieder okay. Ja, also der Abstand, der ist nicht weniger geworden. Also sieht aktuell so aus, würde ich mich gar nicht so schlecht machen. Aber noch ist das Rennen nicht vorbei. Mir hast du schon auch abgerechnet, wird jetzt entweder in der Mauer oder ganz am Schluss. Schon wieder am Hintern kleben, die Kollegen. Ich habe das jetzt wieder rausgefahren durch den ersten paar Runden teilen hier. Die Zeit ist sicherlich besser als bisher. Aber ich muss einfach ohne Crash hier durchkommen, das ist eigentlich alles, was ich erreichen muss. Vielleicht zu schnell, ne? Geht gerade noch so gut. Okay. Wer ist wirklich? Das war wieder zu früh gebremst, zu stark. Wünscht mir Glück, ich will das nicht nochmal fahren müssen. Das war zu viel.
Wow, klappt noch, okay. Puh. Das war gerade noch so, die Kante gekriegt. 3,0 sagt mein Tank, was auch immer das bedeutet. Ich habe keinen Schimmer. Ich sehe mich schon. Diese scheiß Kurve wieder. Ich sehe mich gleich schon wieder mit ohne Sprit. So, ich habe mir ein bisschen Abstand rausgearbeitet. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen was. Ich darf jetzt einfach nur keinen Mist machen. Fahren nur 3 Runden, okay. Halten wir den anderen auf Abstand. Ich hoffe, das gelingt mir noch einen Moment länger. Okay. Ich sehe sie schon wieder, das gefällt mir gar nicht. Aber viele böse Kurven habe ich nicht mehr. Da hinten ist noch die eine und dann ist das Gröbste eigentlich geschafft. Das war auf jeden Fall schon mal nicht langsam. Das auch nicht. Ich muss hier nur noch in die Kurve kommen. Und zwar möglichst flott und reibungslos. So, one to go. 2,1, also Tank reicht. Wundert mich jetzt ein bisschen. Der Abstand. Jawohl! Wow! Naja, fürs erste Rennen. Mein. So what? 4. Platz. Dankeschön. Wir gucken mal ins Replay. Dann melde ich mich noch mal kurz. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis gleich.
So, das war das Qualifying, beziehungsweise das erste Rennen, Entschuldigung, das Replay. Jetzt aber mal Continue, mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. So, wir haben 49 Punkte als Team. Finde ich völlig in Ordnung. Als Driver bin ich auf der 4, klar, nach dem ersten Rennen. Highlights die. Für mich alles gut. So, schauen wir nochmal. Einmal Continue. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich bin mal gespannt. Wird das nächste Rennen sein? Die Strecken kenne ich eh nicht. Und ich habe schon festgestellt, mit dem Auto, oder mit dem Auto in Anführungszeichen, komme ich gar nicht so schlecht klar. So, das ist Formula Rookie Championship. Das ist logischerweise immer noch in den USA. Watkins Glen International Short. Kenne ich nicht. Schauen wir uns mal an. Ich werde kurz noch eben die Mails checken. Manager, that wasn't the result we're looking for out here. What happened? Okay. So, okay, soll ich also ein bisschen was Besseres rausholen? Okay, nicht glücklich. So, welcome to the team, war netter. So, das war das. Alles schöne Geschichten von vorher, nichts Wichtiges. Das Neue ist vom Qualifying, ja, da ist der Chef nicht glücklich, das kann ich verstehen, aber pff, so what. So, nächstes Rennen wäre das, auch wieder Practice. Das machen wir aber später, ich mache jetzt erstmal Schluss. Sag lieben Dank fürs Zuschauen und schaltet möglichst bald wieder ein, denn das geht weiter. Ich bin mal sehr gespannt, wie ich diese Saison hier abschließe. Bis dahin, macht's gut, euer Lars.